Hallöchen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ratchet und Clank Size Matters, wo wir uns in der Fabrik von Herrn Otto befinden. Denn Herrn Otto, den wollen wir kaputt machen, weil er Klone von uns, also insbesondere von Ratchet, gemacht hat. Das finden wir nicht so cool. Haben diesen Waffen upgradet und ein bisschen glitchy glitched hier drüben. Und gehen nun weiter und fragen uns, wie lange es noch dauert, bis wir Otto begegnen. Auf, geschwind! Ratchet, schön dich zu sehen. Dabei hast du wahrscheinlich schon genug von dir gesehen. Otto, es tut mir leid, dass niemand eure Arbeit würdigt. Aber es gibt andere Wege, respektiert zu werden. Hast du dieses armen Märchen wirklich geglaubt? Hier geht es nicht um Respekt und Dankbarkeit oder was auch immer du da faselst, du Blechdose. Es geht um Macht. Und was macht mächtiger als Intelligenz? Der Idea? Nichts übertrifft die Stärke des Geistes. Seht ihr das hier hinter mir? Das ist es, worauf ich hingearbeitet habe. Ich habe eine Technologie entwickelt, mit der ich die Intelligenz eines Wesens in der einen Kammer auf das Wesen in der anderen übertragen kann. Was? Wenn ich diese Klone zur vollen Größe herangezogen habe, fange ich mit meiner Ratchet-Armee jedes intelligente Wesen des Sonnensystems. Dann übertrage ich ihre Geisteskraft auf mich und werde das intelligenteste Wesen aller Zeiten. Das ist einfach nur böse. Ja, aber das wird dir nur gelingen, wenn du an uns vorbeikommst. Leichter getan als gesagt. Oh, Bosskampf? Oh Gott, Timer? Nein, oh Gott. Ratchets. Hallo, Ratchet. Was geht ab? Ratchet, du hast Flammenwerfer. Und ein Zeitablauf, Dingsy. Oh Gott, das ist ein großer Ratchet. Oh Gott. Die haben unterschiedliche Waffen von mir, Ratchet. Ratchet, die haben Waffen von dir. Verstehst du das? Verdammt. Ist die gute Waffe schon weg? Die hat kaum Level gekriegt. Finde ich jetzt nicht so toll. Summen sie mir ein paar Bienchen rein. So. Die Bienchen sind super. Die Bienchen sind auf Maximum. Da hier eh da langläuft, ein bisschen Säure. Bisschen Säure für den Tod. Ja, alles cool. Bisschen Schild. Die Sicherheit. Und bisschen weglasern. Ja, okay. Das sind komische Klone. Das sind nicht so. Die sehen anders aus. So, Sackboom. Wiederschieden. So, kleine Clankies. Verrichtet. Kleine Clankies, kleine Roboter, sag ich. Das bin ich schon verwirrt. Oh, die da hinten, die nerven echt. Massivst. Boom. Boom, weg. Boom, weg. Boom, weg. Boom, weg. Müssen wir jetzt einfach nur warten oder müssen wir einfach die Zeit überleben? Ist das alles? Oder müssen wir sie besiegen? Das ist eine ernsthafte Frage. Da ist jedenfalls Munition. Ist das viel Munition. So, ein bisschen wegsäuren. Gerade bei so Nahkampftypen. Immer sehr, sehr praktisch. Aber anscheinend müssen wir warten. Können wir ein bisschen Geld sammeln. Das gibt es auf jeden Fall Geld. XP geben sie nicht so viel. So. Geht schlimmer. Das ist jetzt gerade sehr harmlos. Für die Kleinen beschweren. Dankeschön. Wie einfach der Laserstrahl gegen den Toten da abgeblockt wurde. So. Der weg. Da ist. Wo sind da noch welche? Nice.
Oh, die Waffe ist auch leer. Nutzen wir mal das PDA. Maximum kaufen. Nichts zu verkaufen. So. Hat das. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Geld das gekostet hat. Ich habe da irgendwie gerade nicht so ganz drauf geachtet. So. Die Zeit ist sehr am Abklinken. Bin ich mal gespannt, ob wir das dann geschafft haben oder verkackt haben. Der Timer zählt runter. 8. 7. 4, 3, 2, 1, 0. Da hat Otto wohl was vergessen. Ohne dich bin ich nur halb so gut. Stimmt. Papa, bist du das? Ja, ich bin's, du Trottel. Ich meine, Sohn. Sei ein braver Junge und schaff mir die beiden da vom Hals. Papa, warum hast du Quark so klein gemacht? Ich habe etwas zu erledigen, Sohn. Und jetzt ist es Zeit, mich um deine Spielkameraden zu kümmern. Oh Gott. Nächste Phase. Ja, wir rennen jetzt weg. In einem epischen Wegrennen-Aktion rennen wir jetzt, naja, so semi-episch weg. Oh Gott, du machst einen Abgrund. Irgendwie war es denn das Zwischensequenz größer? Die Perspektive der Kamera. Bitte, was soll diese Perspektive? Oh, 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 oh. Jetzt ist er ganz schön nah gekommen. Ist er ganz schön nah. Hör. Oh, oh, oh. Geschafft. Guter Schuss. Gar nicht mal so übel. Also, wo waren wir? Na, das wird ja immer besser. Okay, der hat so ein paar mehr Phasen. Geh in dein Gedöbel. Haben wir eigentlich mit Riesenclank überhaupt in diesem Spiel schon mal irgendwas gemacht? Das frage ich mich jetzt gerade ernsthaft. Was so aus dem Nichts kommt. Bäm, bäm, ins Gesicht, mein Freund. Und ballern wir ihn hier ab. So, er ist an der Ecke. Kann nicht so ganz entkommen. Das ist auch gut. So, irgendwie ist er nicht schwer. Aber er kommt sicher noch irgendeine dumme Phase. Bäm, bäm, auf ins Getümmel. Piu, piu, piu. Wie das hier alles geglitscht wird. Papa, nimmst du mich, Huckepack? Sei vorsichtig. Du hättest mich fast getroffen. Wie der Typ die ganze Zeit wegrennt. Unglaublich. So, zack, brumm. Heilung. Und weiter. Okay, jetzt will er Action. Shield. Geht das? Unglaublich. Das hat ja sehr gut funktioniert. Das funktioniert ja überraschend super gut. Waffe. Was? Bin ich jetzt fast kaputt? Ich bin fast kaputt. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Das war realistisch geschehen sehr, sehr, sehr schwer. So, kaufen wir die Munition. Jetzt machen wir nochmal. Schild. Laserstrahl. Und Schaden. Viel Schaden machen.
sehr viel Schaden. Unglaublich viel Schaden macht. Dann gehen wir ins PDA. Und haben nicht genug Geld. Das ist doof. Okay. Ich sage, das wird nicht leicht. So. Zur Hälfte ist schon mal weg. Können wir noch ein bisschen wieso kann ich nicht in die Richtung? Da war irgendeine magische Wand. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld. Das Spiel... So. Du bist... Okay, benutze ich doch nicht jedes Mal. Was? Hätte ich da überhaupt nicht springen müssen? So, auf ein weiteres. Das ist easy. Und jetzt kann ich ihm Schaden machen. Viel Schaden machen. So viel Schaden, wie es geht. Und noch mehr Schaden. Und der macht unglaublich... Ich verstehe, warum mir Leute vorher gewarnt haben. Hey, Savex, der ist nicht so leicht. Ich so, ja, ja. Kein Problem. Vielleicht sollte ich auch das Schild aktivieren. Das wird auch schon so einiges. So. Okay, ich muss mich konzentrieren. Das muss ich mich auf jeden Fall. Jede Waffe ist einfach optimaler. Doofer Schild, Mann. Ernsthaft. Das ist auch zu hoch. Ich hatte kein Schild mehr. Ist ja wunderbar. Okay, probieren wir es auf ein neues. Ich vergesse, dass ich kein Geld habe. Aber hier haben wir dann Munition voll. Das ist etwas. Und das macht echt böse Schaden. So, die macht, glaube ich, am meisten Schaden von allem. Wenn ich treffe! Oh nein! Außer wenn das so passiert, dann mache ich überhaupt keinen Schaden. Da. Oh, magische Wände! Ihr nervt gerade total. Ernsthaft. So. Das funktioniert wieder. Oh, 6 Schuss Lasergenerator. Das macht viel aus. Nicht. Natürlich, keine Munition mehr. Wien, do your thing. Oder so. Dieses Unbalancing hier ist so schlimm. So, das macht natürlich gar nichts an Schaden, richtig? Manchmal hängt Ratchet so ein bisschen in der Luft fest. Ein Säuregenerator. Ist auch so nichts.
So. Königsmin. Ja, das ist ganz nett. Ich muss ihm Schaden machen, eben. So, klein, ihr müsst auch schießen. Sie schießen aber irgendwie nicht. Schießt doch, Leute von heute. Ein Schild habe ich noch. Und nun hauen wir richtig Schaden rein. Hauen wir so mal richtig fett Schaden rein. Wie Schaden, wie es geht. Wow. Und er auch. Er denkt sich dann auch so. Yay, ich mach mal mein Damage. Oh Gott. Hedi. Hey. Kann ich denn wenigstens... Ach, man kann sein Schild. Das ist das Einzige, was man nicht kaufen kann. Mhm. Okay, das ist interessant. Hä? Ich bin mir gerade sehr unsicher, was ich machen soll. Ich probiere es nochmal. So. Schild. Dann... Ich glaube, das ist... ist... Ob er schon schwerer als Luna? In einer gewissen Art und Weise. Und dadurch... Yay, mein Schild hat sich gelevelt. Er mich so oft verletzt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Schönste ist. So, da hat er... Da kann man wenigstens sagen, da hat er mal richtig Schaden bekommen. So. Dann schicken wir hier noch ein paar Bienen rein. Ein paar Bienen ins Rennen. Und lasern ihn wieder. Mehr Laser. Hat das... Das... Ah! Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Das ist alles sehr, sehr gut. Das ist alles so gut. So gut. So super gut. So phänomenal. Unglaublich schön. Alles. Ich habe kein Schild mehr. Das ist scheiße. Das war gerade auch voll Kackmist. Laser, 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 Laser. Nein. Oh, der hat mich getroffen. Ich brauche ein Schild. Komm, Leute. Nein, nicht deine Massaker. Okay. Ich mache hier eine Pause. Ich weiß, ich kriege den, glaube ich, in der nächsten Runde fertig. Da er dann doch gar nicht so wild ist. Aber bevor ich diese Folge dann... Weil ich weiß, der Zählabspann, der geht ewig lange bestimmt. Wie in jedem Teil. Und ich besonders aus 2, 3 Versuchen behaupte, noch zu versuchen, denke ich, werde ich das in der nächsten Episode hinkriegen. Ich entschuldige mich für mein Versagen an heutiger und letzterer Folge. Denn dieses Spiel ist dann doch an manchen Stellen... Bosse sind nicht vom Gameplay nicht so schwer. Die Waffen sind nicht so optimal und Steuerung. Ausreden. Alles klar. Ich bin Zavex und ich bin nun raus. Ciao.